Guten Morgen! Heute wieder eine Buchrezension. Geld macht Gefühle. Und das Macht ist durchaus zweideutig zu verstehen. Das heißt entweder Geld macht Gefühle oder Geld macht und Gefühle. Und ja, das Buch war für mich sehr interessant, weil ich sehr, sehr häufig von meinen Zuschauern, von euch, den Hinweis darauf bekommen habe, ja, das Geld entweder böse oder das Geld gut ist, oder Geld wird sehr, sehr häufig als Argument ins Feld geführt, um irgendetwas zu untermauern. Dabei ist Geld in allererster Linie einfach nur ein universales Tauschmittel. Und das war zumindest so meine Ansicht, bevor ich das Buch gelesen habe. Und das Buch will einfach das Thema Geld umfassend behandeln. Es geht los, was ist Geld, woher kommt das Geld überhaupt und was tut das Geld? Also ist das Geld tatsächlich nur ein universelles Tauschmittel oder ist da vielleicht, gehört da mehr dazu? Das Buch versucht sein Wissen durch Studien zu unterlegen. Also das heißt, das Buch referiert immer, wenn es Wissen präsentiert, auf Studien oder auf Links im Internet, wo ja, man dieses Wissen dann auch her hat. Das heißt, das finde ich sehr, sehr gut, weil gerade bei diesem Thema Geld wird sehr häufig emotional diskutiert. Und ja, das Wissen, das tatsächliche Wissen, worüber ein Konsens besteht, das wird gar nicht so priorisiert. In diesem Buch ist es tatsächlich der Fall. Das heißt, das, was an Wissen präsentiert wird, das ist auch dargelegt, woher das Wissen kommt. Und das Buch versucht neutral zu bleiben, das kann man schon so sagen. Es gelingt nicht immer, aber es versucht verschiedene Theorien gegenüberzustellen. Das bedeutet, zum Beispiel, woher kommt Geld? Da gibt es verschiedene Theorien. Und dieses stellt das Buch relativ wertungsfrei gegenüber und man kann sich dann eins raussuchen oder man akzeptiert einfach, dass es nicht komplett geklärt ist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Es gibt auch sehr, sehr viele so Aha-Effekte oder interessante Aspekte, die man zwar nachvollziehen kann, die aber durch das Buch erst ins Bewusstsein oder in die Bewusstheit gerückt werden. Zum Beispiel ein interessantes Beispiel fällt mir da ein in dem Buch. Da wurde ein Experiment gemacht, wo die Studenten irgendeiner Universität wählen konnten zwischen einem für einen irgendeinen Laden einen Gutschein, einen geschenkten Gutschein für 10 Euro oder einen 20 Euro Gutschein, für den sie 7 Euro bezahlen müssten. Und das war ein Laden, wo die Studenten sehr häufig kaufen, zum Beispiel ihre Bücher und alles Mögliche. Das heißt, sie brauchen tatsächlich auch die 20 Euro. Aber trotzdem haben sich die Mehrzahl der Studenten für den geschenkten 10 Euro Gutschein entschieden, als für den 20 Euro Gutschein, für den sie 7 Euro bezahlen müssten, wo sie also 13 Euro geschenkt bekommen. Einfach, weil sie 7 Euro bezahlen müssen und man muss Geld ausgeben. Und da ist in dem Buch auch sehr gut dargelegt, wie Emotionen und Geld eben zusammenhängen. Geld ist eben für die meisten Menschen kein universelles Tauschmittel, nur weil es der Sache nach ein universelles Tauschmittel ist, bedeutet es nicht, dass es auch für die Menschen so ist. Und je nachdem, welche Bedeutung die Menschen dem Geld geben, genau das ist das Geld auch. Man kann natürlich sich hinstellen und sagen, Geld ist ein universelles Tauschmittel, ist total emotionslos. Wenn aber die Menschen um einen herum das nicht so sehen, dann ist es de facto kein universelles Tauschmittel. Ja? Sondern es ist zum Beispiel ein Mittel, um sein Standing und seine wie die anderen einen wahrnehmen, zu erhöhen zum Beispiel oder sein Selbstvertrauen zu erhöhen und so weiter. Ja, und das ist dann letztlich auch was sehr, sehr aus dem Buch, was man dann herauslesen kann. Geld ist wirklich sehr, sehr vielschichtig und wirkt auf vielen Ebenen. Und die Autorin, die das geschrieben hat, ist eine Bankerin und nach ihren eigenen Aussagen eine leidenschaftliche Bankerin. Und so wird beim Lesen, ja, habe ich den Eindruck, dieses Geld und die damit assoziierte auch Macht und die positiven Gefühle, sie werden etwas glorifiziert. Und da schwenkt das Buch dann schon in eine Richtung, wo ich nicht mehr mitgehen kann aufgrund meiner Erfahrungen. Ich habe ja durchaus auch gerne Geld gehabt und habe auch den großen Drang gehabt, sehr viel Geld zu verdienen, habe das dann auch getan und dann realisiert, dass das relativ gehaltlos ist. Dass Geld tatsächlich nur ein universelles Tauschmittel ist, in seiner Form, und dass das eben nur durch die Menschen eben dass diesen Charakter als universelles Tauschmittel verliert. Wenn man aber klar ist im Kopf,
dann erkennt man, dass es ein universelles Tauschmittel ist. Und auch sehr interessant in dem Buch dargelegt, dass das Geld im Endeffekt nur existiert, wenn es von den Menschen akzeptiert wird als universelles Tauschmittel. Da wird auf ein Beispiel referiert, ich weiß nicht mehr genau in welchem Land, ich glaube in Simbabwe in Afrika war das, da wurde Geld einfach von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert, sondern sie sind dann zurück zu Naturalien gegangen. Und ja, dann war Geld bedeutungslos, obwohl die Bank in Simbabwe, ich nagle mir nicht ganz genau auf das Land fest, aber in dem Buch werdet ihr das dann finden. Das Buch habe ich wie immer natürlich auch unten verlinkt. Ja, die Bank hat es halt produziert und die Regierung, das ist unser Geld. Aber die Leute haben gesagt, nö, ich will eine Ziege haben oder ich will ein Stück Holz haben dafür. Und sie sind halt wieder in diesen Tausch reingegangen. Und das ist ganz interessant, dass eben Geld nur dann Sinn macht oder Geld seine Bedeutung hat, wenn es von der Bevölkerung auch akzeptiert wird. Und also das Buch umfasst, also sind ungefähr 200 Seiten das Buch, es geht wirklich in jeden Bereich rein und es ist sehr sehr vielschichtig und am Anfang hatte ich gedacht, wie kann man nur 200 Seiten zum Thema Geld schreiben, und ich muss sagen, ja, ich habe nicht den Eindruck, dass es in irgendeiner Weise irgendwie so versucht wurde zu strecken, sondern es sind wirklich, da es ja auch immer wieder mit Studien belegt ist, schon durchaus sehr viel Wissen enthalten. Allerdings in der Interpretation macht die Autorin häufig einen Fehler, den sehr viele Menschen machen, und zwar die Problematik Korrelation versus Kausalität. Da war zum Beispiel die Frage, macht Geld denn glücklich? So, und dann hat sie eine Umfrage oder beziehungsweise eine Analyse ins Feld geworfen, woraus hervorgeht, dass die Länder, die sozusagen mehr Geld zur Verfügung haben, also wo das Durchschnittseinkommen höher ist als bei Ländern, wo das Durchschnittseinkommen niedriger ist, dass diese Länder glücklicher sind. Und daraus leitet sie ab, dass Geld glücklicher macht. Was natürlich ein ganz klarer Fall ist, dass es eben dass eine Korrelation existiert, dass aber keine Kausalität da sozusagen existieren muss. Das bedeutet, nur weil die Länder ein höheres Durchschnittseinkommen haben, heißt das nicht, dass das der Grund ist, warum die Menschen glücklicher sind, sondern das liegt ja wahrscheinlich an vielen anderen Faktoren, wie zum Beispiel, dass die Hygienemaßnahmen, die medizinische Versorgung, die Infrastruktur, die Sicherheit, auch das alles höher ist und das eher aufs Glück spielt als das Durchschnittseinkommen. Und ich verweise immer wieder auf meine persönliche Erfahrung, dass ich da nicht glaube, dass Geld wirklich glücklicher macht. Aber das soll jeder für sich beurteilen, aber de facto hat sie hier einen Fehler gemacht, Korrelation versus Kausalität, und hat es einfach angenommen, dass nur weil zwei Dinge ja gleich auch nach oben gehen, dass sie zwangsweise einander bedingen. Das ist nicht der Fall. Ja, die Quintessenz des Buches ist dann irgendwie, Geld ist gut, Geld ist geil, und die Gefahren des Geldes, das sind immer mit Kreisläufen assoziiert, um Geld zu verdienen, muss man arbeiten und es werden Wünsche in einem dann sozusagen erfüllt, die man eigentlich gar nicht hat, sondern die einfach nur generiert wurden durch Medien zum Beispiel oder generell durchs Umfeld. Und diese ganze Problematik wird überhaupt nicht angesprochen. Und das finde ich nun sehr, sehr verantwortungslos in einem Buch, wo es um Geld geht. Und gut, es ist eine leidenschaftliche Bankerin. Und naja, dann ist ja wohl klar, wo die Reise hingeht. Und von daher, das Buch ist wirklich umfassend. Es ist umfassend, es hat sehr, sehr viele Aspekte, sehr viele interessante Effekte, interessante Einsichten, ein paar Aha-Effekte. Lässt sich gut lesen, ist gut runtergeschrieben. Allerdings die Gefahren des Geldes und so ein bisschen auch die Kritik an dem Geld kommt zu kurz. Es fehlt nicht komplett, aber es kommt doch deutlich zu kurz, aufgrund meiner Erfahrung. Deshalb kann ich dem Buch nicht mehr als 3 Sterne geben, weil das für mich, was essentielles ist, wenn man sich für Geld interessiert, dass man auch weiß, ja, dass Geld nicht nur positiv ist. Und ja, deswegen gibt es von mir 3 Sterne. Ihr könnt euch das Buch ja mal angucken, vielleicht gibt es noch andere Bewertungen dazu. Es ist ein relativ ein Buch, was glaube ich nicht so populär ist. Schaut einfach mal rein in die Amazon Rezension, ob da vielleicht noch andere Menschen dazu Stellung genommen haben. Ich für mich gebe guten Gewissens 3 Sterne und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Bis morgen, Christian. Tschüss.